Post-Nut Clarity oder Post-Ejakulationsklarheit. Die Post-Nut Clarity besagt ganz einfach oder ist ganz einfach dieser ultimative Klarheitszustand, den man, nachdem man ejakuliert hat, nachdem man zum Orgasmus gekommen ist, erreicht. Und ich denke mal, dieser Zustand rührt daher, dass es erstens hat wieder irgendwas mit der Neurochemie zu tun, irgendwelche Bodenstoffe, irgendwelche Neurochemikalien werden ausgeschüttet, werden ausgestoßen. Ich kann euch da jetzt nicht genau sagen, was genau und was da genau passiert, aber auf neurochemischer Ebene passiert halt auf jeden Fall etwas, was dafür sorgt, dass du so einen Klarheitszustand erreichst. Als zweites würde ich sagen, dass der rationale Teil von dir, der rationale Teil deines Gehirns, der präfrontale Kortex und so weiter, der wird, nachdem du gekommen bist, nachdem du fertig bist, deine animalischen Gelüste zu stillen und zu befriedigen, nachdem du das gemacht hast, nachdem das passiert ist, wird dein präfrontaler Kortex wieder, oder dein rationales Ich, der rationale Teil deines Gehirns, wird danach wieder, er fährt wieder hoch. Er ist wieder da, er ist wieder aktiv. Denn es ist so, dass während du gerade dabei bist, diese animalen Gelüste zu stillen, nicht nur jetzt die Pornografie, nicht nur jetzt im sexuellen Bereich, sondern auch bei der Nahrung und so weiter, ist es einfach so, dass dein rationales Ich, dein rationales Denken, der rationale Teil deines Gehirns geschwächt ist. Er hat nicht so viel zu sagen, er ist nicht so dominant wie der primitive Teil von dir, das limbische System. Während du gerade im Sog der Pornografie bist, während du gerade beim Konsumieren bist, ist der rationale Teil deines Gehirns schwach. Er ist sehr, 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 sehr schwach. Er ist ohnehin für einen Süchtigen sehr, sehr schwach. Der präfrontale Kortex und das rationale Denken, die Willensstärke und so weiter, das ist bei einem Süchtigen ohnehin verdammt schwach. Aber zu dem Zeitpunkt, während er konsumiert, während er in der Sucht steckt und ja, von der Sucht geleitet wird, ist dieser rationale Teil im Grunde absolut nicht vorhanden. Wenn man dann kommt, wenn man dann fertig ist mit der Sucht, sage ich mal, wenn man dann fertig konsumiert hat vorerst, dann ist es so, dass der rationale Teil wieder hochfährt. Er ist wieder da, er ist wieder aktiv. Und daher würde ich sagen, kommt ein Großteil auch von dieser Klarheit. Und die dritte Erklärung, die ich mir so vorstellen könnte, ist, dass man einfach während und nachdem man ejakuliert hat, während und nachdem man zum Orgasmus gekommen ist, schwingt das Gehirn einfach auf einer anderen Frequenz, auf einer höheren Frequenz, auf einer hohen Frequenz. Ja, das wäre so die dritte Erklärung, die ich mir vorstellen könnte. Napoleon Hill schreibt es ja auch in Denke nach und werde reich, dass man durch Sex, durch den Orgasmus, durch sexuelle Energie, dass man dadurch höhere Schwingungen, höhere Frequenzen, höhere Gehirnaktivitäten, sage ich mal, erreichen kann. Das Ganze kann man auch mit anderen Aktivitäten machen, wie zum Beispiel durch Musik oder so. Und deshalb könnte ich mir das noch so vorstellen. Und ja, ich denke mal, wir kennen alle diesen Zustand, wir kennen alle das Gefühl der hundertprozentigen Klarheit, nachdem man gekommen ist, nachdem man zum Beispiel auf Pornos ejakuliert hat, nachdem man rückfällig geworden ist. Wir kennen alle dieses Gefühl der absoluten Klarheit, der absoluten Realisierung, der absoluten Durchschauung von PMO. In diesem Zustand, durch diesen Zustand, durch diese Post-Nut Clarity, realisieren wir einfach sofort, was wir gerade getan haben. Realisieren wir wieder sofort, dass es uns absolut gar nichts gebracht hat, wieder dahin zurückzugehen. Wir realisieren sofort, was die wahre Beschaffenheit, was das wahre Gesicht der Pornografie ist. Dass es einfach nur ein Stück elende Hundescheiße ist. Ein Stück Hundescheiße, was einfach nur mit maximal 50 Cent Billigsprühfarbe besprüht wurde. Mit goldener Billigsprühfarbe. Und wir beten es an. Wir denken, es wäre irgendwie das Schönste, es wäre irgendwie Gold. Dabei ist es nur ein billiger Scheißhaufen. Und das realisieren wir. Das realisieren wir jedes Mal, nachdem wir kommen. In der Sekunde, in der wir kommen, kommen wir zu unseren Sinnen und realisieren, was die Pornografie ist, was sie mit uns macht, was wir gerade wieder aufgegeben haben, wie wir uns gerade wieder selbst enttäuscht und betrogen haben. Das alles realisieren wir durch diesen Zustand.
Und hier ist jetzt das Gefährliche. Hier verbirgt sich jetzt die Gefahr. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man abhängig werden kann nach diesem Zustand, nach dieser Klarheit, nach einem Rückfall. Man kann da tatsächlich eine Abhängigkeit, ein Gewohnheitsmuster aufbauen. Man kann abhängig nach dieser Post-Nut Clarity werden. Denn in diesem Zustand, wie gerade schon beschrieben, schwingt das Gehirn auf einer anderen Ebene. Man hat Klarheit, man weiß genau Bescheid. Man ist vielleicht auch motivierter, jetzt die Sache wieder ernster zu nehmen. Man hat Gefühle von Motivation, sage ich mal. Man hat Gefühle von Klarheit. Man ist einfach klar im Kopf, man durchschaut die Pornografie, man ist in einem Zustand, wo man klar denkt, wo man durchschaut, wo man, ja, ich würde sagen, in diesem Moment, nachdem du gekommen bist, nachdem du rückfällig geworden bist, in diesem Moment der Klarheit, bist du frei von der Sucht im Grunde. In diesem Moment bist du frei von der Sucht und du denkst klar und. Und da kann man halt tatsächlich eine gewisse Abhängigkeit aufbauen. Es fühlt sich nämlich gut an, dieser Moment, nachdem man rückfällig geworden ist. Vielleicht nicht unmittelbar, aber danach so, weil man einfach diese Klarheit hat und weil man irgendwie mehr Motivation vielleicht danach hat, das Ganze jetzt wieder ernster zu gehen, weil man wieder versteht, warum man es eigentlich nicht machen möchte. Man kriegt einfach so ein Brett vor den Kopf geschlagen, hier, genau deshalb willst du es nicht, genau deshalb willst du nicht dorthin zurück. Das hier ist eigentlich dein richtiger Weg, das realisiert man alles. Aber man vergisst es natürlich auch wieder schnell. Und dann will man dieses Gefühl wieder haben, will man diese Klarheit wieder haben. Und dann wird es einfach ein Kreislauf, ein Teufelskreislauf. Man hat nach einem Rückfall heftige Klarheit, das vergisst man sehr, sehr schnell wieder, das süchtige Gehirn vergisst das sehr schnell wieder. Und sehr schnell ist wieder der Gedanke von, die Pornografie ist das Ein und Alles und das Schönste und das Beste und das Herrlichste. Dass dieser Gedanke ist dann wieder dominant, sehr, sehr schnell nach einem Rückfall. Und dann braucht man das wieder. Möchte man wieder die Klarheit nach einem Rückfall. Und so wird man rückfällig. Das ist die Gefahr der Post-Nut Clarity. Das ist die Gefahr der Post-Ejakulationsklarheit. Das ist das, was ich mit dem Video hier euch klar machen wollte. Das ist das, was ich mit dem Video euch aufzeigen möchte, damit ihr es vielleicht erstmal jetzt ist so versteht, vielleicht habt ihr da vorher so noch nicht drüber nachgedacht. Das wollte ich mit dem Video erreichen, dass ihr einfach das besser erkennen könnt, falls ihr in diesem Muster steckt, dass ihr da besser drüber nachdenken könnt. Und ich hoffe, euch hilft das Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, wisst ihr, was zu tun ist. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.